Farbpracht und atmosphärische Dichte am Marktplatz in Kairo. Das Hauptwerk des erfolgreichsten Orientmalers des 19. Jahrhunderts, den dieses Land hervorgebracht hat, Leopold Karl Müller. 1834 in Dresden geboren, wird er in Wien sozialisiert. Er studiert bei Karl von Blaas an der Akademie der Bildenden Künste und wird sich als Porträtmaler, als Landschaftsmaler, vor allem aber als Ägyptenmüller oder Orientmüller einen Namen machen. Sein Lebenswerk wird sich vor allem mit dem Exotismus, mit der Fremde, mit Weltgegenden auseinandersetzen, die unsere Sehnsucht nach der Ferne zu nähern erlauben. Mittendrin in dieser Marktplatzsituation in Kairo haben wir den Eindruck, Teil einer Szenerie zu sein. Die Erzählkraft, die Leopold Karl Müller feinmalerisch und altmeisterlich vor unserem Auge hier grandios und bravourös entfaltet, die Felachen, die ihre wahre Feil bieten, die Datteln, die mit Palmwedeln davor geschützt werden, von den Fliegen, von den Lästigen besetzt zu werden, oder aber auch die frisch zubereiteten Speisen, die hier feilgeboten werden, musizierende Beduinen, die zusammensitzen mit ihren Teppichen und den Kalebassen, aber auch das kleine Kind inmitten dieser sandigen Hitze am Marktplatz, das unmittelbar mit uns aus der Mitte des Bildes herausblickend Kontakt aufnimmt und fast genau darüber sehr bewusst eingesetzt in dieser bleiernen Schwere des heißen ägyptischen Himmels ein Minarett, das den Himmel durchstößt. So baut Leopold Karl Müller mit Könnerschaft und Souveränität eine Szene, als würden wir mit ihm gemeinsam mittendrin stehen und diese Atmosphäre einatmen können und die Situation sehen, nein, erleben. Umso erstaunlicher der Nachlass des Orientalen, des die Exotik malenden Künstlers Leopold Karl Müller. Nicht nur die Skizzen und Studien in Vorbereitung auf dieses Monumentalbild, sein Hauptwerk, sondern ganz erstaunlich auch Schwarz-Weiß-Fotografien, die einzelne Teile dieser Szene repräsentieren. Da finden wir beispielsweise eine sogenannte Daguerreotypie, also die frühe Form der Fotografie, die dieses Dromedar allerdings ohne einen Felachen auf seinem Höcker sitzend repräsentiert, oder aber die Gruppe von musizierenden Beduinen im Vordergrund, wie auch dieses Grüppchen daneben. Leopold Karl Müller, der möglicherweise sogar selbst in Ägypten mit einer inzwischen schon sehr viel handlicher gewordenen Kamera Fotos erstellte, beziehungsweise gemeinsam mit Künstlerfreunden, mit Hans Wackert und Franz von Lehnbach, befindet er sich 1878, als dieses Bild vorbereitet wird in Kairo und lässt von einem mitgereisten Fotografen einzelne Aufnahmen sogar stellen. Das heißt, die ansässige Bevölkerung wird durchaus durch die Brille des kolonialistisch geprägt herangehenden Künstlers eingeladen, in Innenhöfen, in Kühen sich zu gruppieren, um als Fotos von Leopold Karl Müller dann zurückgekehrt in sein Atelier in Wien zu einem solchen Monumentalwerk montiert zu werden. Er bekommt 1878 gemeinsam mit seinen Künstlerfreunden sogar von Mustafir Kana, also von dem Kronprinzen, ein sehr repräsentatives Atelier in Kairo zur Verfügung gestellt, um dort zu wirken, und er wird mit einzelnen Bildern auch rückmelden, dass er sehr, sehr rührig und fleißig an diesem monumentalen Werk arbeitet. Ganze 8-mal wird er ab 1873 nach Ägypten reisen, um sich als Orientmaler ganz intensiv auf dieses Thema, das für sein Œuvre, für sein Lebenswerk so prägend werden wird, einzulassen und damit ganz diese Sehnsucht nach dem Fremden, farbintensiven, nach dem Rausch des Exotischen zu bedienen,
So wie seine beiden Schwestern, die sehr erfolgreiche Künstlerinnen, die er sind, allerdings als Porträtistinnen sich einen Namen machen, wird er als der Orient- oder Ägyptenmüller sein Œuvre mit diesen Darstellungen der Fremde als ein prägendes Moment in die Kunstgeschichte einschreiben. Dass er sich einer neuen Technik bedient, die bis dahin von Künstlern nicht sehr geschätzt wird, weil sie zu Recht Marginalisierung fürchten und davon ausgehen, dass keiner mehr Bilder kaufen wird und malen lassen wird, wenn nun eine solch neue Möglichkeit und Methode in die Welt gebracht wurde, die Welt abzulichten und abzubilden. Sehr viel rascher, immer noch mit großem Aufwand, immerhin sind die Kameras damals unhandlich und riesengroß, aber die Technik entwickelt sich. Und so sind es Leopold Kadel Müller, wie auch übrigens Hans Mackert, die als erste Künstler sich bewusst dieser Technik bedienen, aufgeschlossen genug sind, sie nutzbar zu machen und einzusetzen. Und wenn wir uns die Montage, die kluge, raffinierte dieses Bildes vergegenwärtigen, indem wir einerseits die Schwarz-Weiß-Fotografien, andererseits das zusammengefügte Werk nebeneinander setzen, dann erliegen wir dem Faszinosum dieser Konstruktion einer Realität, die im ersten Moment zu glaubwürdig wirkt, aber in Wahrheit eine Fiktion ist. Das Bild, das eine Dauerleihgabe der Akademie der Bildenden Künste ist, spielt als Hauptwerk Karl Leopold Müllers eine ganz bedeutsame, wichtige Rolle. Wir freuen uns, wenn Sie sich dem Rausch des Exotischen hingeben. Leopold Kadel Müller ist jedenfalls dazu angetan, immer wieder die Fremde mit ihm gemeinsam zu bereisen. Wir freuen uns auf Sie und auf ein Wiedersehen mit Ihnen in der österreichischen Galerie Belvedere.